Ja, moin erstmal. Schön, dass ihr so doch zahlreich erschienen seid. Ich fange einfach mal an. Ich habe einen kleinen Text vorbereitet. Jeden Heimspielmorgen wache ich auf und bin total aufgeregt. Ich kann gar nicht schnell genug ins Stadion kommen, denn ich weiß, was für tolle Menschen dort auf mich warten. Es ist irgendwie jedes Mal wie ein Familientreffen. Nun ja, vielleicht eine etwas andere Familie, aber eine, wie sie besser nicht sein kann. Und wenn dann die Glocken erklingen, ist dies ein Gefühl, welches ich nicht so einfach beschreiben kann. Aber ich weiß, dass ich das gar nicht muss, weil jeder von euch weiß, welches Gefühl ich meine. Aber in der letzten Zeit mischt sich dieses Gefühl immer mehr mit Wut, Trauer und auch Zweifel. Ist das noch mein Verein? Ein Verein, der diese tolle, bunte, kreative, einfach super geile Fanszene als Marketingobjekt ansieht. Hey, kauf dir eine Karte, eine teure Karte, und du bekommst für 90 Minuten das Gefühl, anders zu sein, einmal Freak sein, yeah. Es ist ein Spektakel und wir sind die Hauptdarsteller. Dafür sind wir gut genug. Aber wenn wir uns gegen unsere unfreiwillige Schauspielkarriere wehren, wird von Drohung und Beleidigung gesprochen. Ich finde, es sind weder Drohungen noch Beleidigungen. Ich möchte einfach nur, dass die Werte, die ich immer mit St. Pauli verbunden habe, wieder geachtet und eingehalten werden. Einer dieser Werte ist die Achtung der Frau. Als Frau habe ich mich immer respektiert und wohlgefühlt. Denn bei St. Pauli ist Fußball nicht nur reine Männersache. Frauen werden nicht nur als Lustobjekt angesehen. Dies wird auch jedem Neuling klar gemacht. Aber wie soll man es jemandem erklären, wenn in einer Loge Mädels ihre Füllen fallen lassen und als eben diese Lustobjekte angesehen werden? Ich möchte nicht mehr mit gemischten Gefühlen bei Hells Bells dastehen. Ich möchte, dass ich mich wieder mit dem Verein identifizieren kann. Mit einem Verein, der die Belange der Fans respektiert und sie eingeht. Dankeschön. Jawohl! Jo, vielen Dank. Ja, moin Jungs, moin Mädels. Ich spreche mal im Namen derjenigen, die das ganze Ding, was wir in den letzten Tagen in den Medien erlebt haben und die auch alle wahrscheinlich auf der Homepage gewesen habt, unterschrieben haben. Ich wollte eigentlich große Nummer machen von wegen zeitlichen Ablauf der Geschehnisse, was unser Präsidium alles verkackt hat in den letzten Monaten und Jahren, aber das habt ihr wahrscheinlich alle selber gesehen und könnt es sonst auch im Internet nachlesen. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen, weil es mir um was ganz anderes geht heute. Und zwar geht es mir heute darum, dass ich heute zum ersten Mal, und das meine ich ganz ernst und aus tiefstem Herzen, zum ersten Mal wieder das Gefühl habe, dass wir eine Fanszene sind. Und das ist... Und das ist extrem, extrem sexy und extrem wichtig für das, was wir alle vorhaben mit dem Verein, weil unser Präsidium muss eine Sache verstehen. Und da geht es mir nicht um Forderungen, es geht mir nicht um jede der 7 Forderungen mit Sitzen und mit Kita anmalen. Und die ganzen Dinge stehen für eine bestimmte Sache. Und das Wichtige an der Petition, die wir alle unterschrieben haben, ist, sind die Sätze davor und danach. Es geht um ein Gefühl. Wir reden hier über Emotionen. Wir reden nicht über Leitlinien, wie man die auslegen kann. Wir reden nicht über Gremien, über Diskussionen, wir reden über ein Gefühl, was wir alle haben und warum wir hier zu diesem Verein gehen. Wenn wir dann zusammenhalten und eine Masse werden, dann können wir diesen Verein so gestalten, dass wir uns alle hier wohlfühlen und dass wir St. Pauli sind, denn wir sind St. Pauli. Danke. Thank you.
Service. All air, all air.